Hallo zusammen, heute habe ich einen Bogen gekriegt mit einem kaputten Kühlschrank. Und das schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. Ich bin jetzt hier im Boot und hier sehe ich den Kühlschrank. Das ist also direkt in den Rumpf eingebaut. Hier ist eine Verdampferplatte drin mit einem Thermostaten. Und hier hinten ist der Motorraum. Und hier habe ich zwei Hauptschalter, die schalten wir mal ein. Oder Servicebatterie. Und der Kühlschrank, der Kompressor, der sitzt hier unten. Hier sitzt der Thermostat, der scheint in Ordnung zu sein, also er hat Durchgang. Und hier unten hören wir ein leises Surren vom Kompressor. Das heißt, er kriegt Spannung, aber dieser Kompressor startet nicht. Jetzt kann man hier mit Gewalt an diesen Kompressor schlagen. Nochmals 20 Sekunden warten. Dann, weil die Anschlüsse auf der hinteren Seite sind, löse ich hier die Steuerung. Hier habe ich diese Steuerung gelöst und hier auf Plus und Minus kann man jetzt zuerst mal die Spannung messen. Das kann ich euch schlecht zeigen, aber ich misse hier die Spannung am Plus und Minus. Ich habe 12,8 Volt. Und beim Probieren zu starten, fällt die Spannung zusammen. Das heißt, diese Steuerelektronik ersetzen, dann könnte der Kompressor laufen oder ein ganzes Aggregat austauschen. Also diese Steuerung hier jetzt abgehängt und dafür diese Steuerung hier angehängt. Jetzt surrt der Kompressor. Wenn man dann hier hinten schaut, dann soll das Ding hier kalt werden. Und so mache ich euch hier von diesem Kühlschrank ein Video über den gleichen Kompressor. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag.